Hallihallo, liebe Freunde und Zuschauer, und willkommen zurück zu Reign of Kings. Und ja, ihr seht schon direkt, hier ist ein dickes Eisentor vor meiner Nase. Und ich habe eine Rüstung an. Ja, das liegt daran, dass wir, also der Chris und ich, dem ich auch schon öfter aufgenommen habe in Epoch und so weiter, den kennt ihr vielleicht oder habt ihn mal gehört in der Aufnahme, mit dem habe ich jetzt stundenlang gezockt und ja, aufgebaut und aufgebaut. Und ja, und zwar, warum habe ich das? Hier seht ihr auch, wo wir ungefähr sind, das ist mir egal, könnt ihr ruhig wissen. Ja, der letzte Blackbox-Server, die Blackbox-Server sind sehr gut, laufen super, Problem ist nur, der Server Nummer 11, auf dem wir ja angefangen haben zu bauen, ist weg, offline oder privat, auf jeden Fall ist seine Liste nicht mehr aufzufinden. Deswegen hat der Chris und ich, wir haben ein bisschen Geld zusammengelegt, weil ich ja den Intrado-Server noch am Laufen habe und habe jetzt einen Blackbox-Server gemietet für einen Monat. Ja, der hat 20 Slots. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich 40 Slots einstellen soll, aber 40 Slots ist für den Anfang ein bisschen zu viel und ist natürlich auch viel teurer. Ich bin auch am Überlegen, ob ich, wenn Leute donaten wollen, ich habe ja über Twitch diesen PayPal-Knopf, ne, wo man Geld spenden kann. Wenn da Leute donaten mit ihrem Spielernamen, habe ich überlegt, dass ich da vielleicht Plätze reserviere. Dass, wenn der Server voll ist oder, ja, wie gesagt, wenn kein Platz ist, eigentlich, wenn kein Platz ist, ja, keine Ahnung, Donator-Sachen mag ich eigentlich weniger auf dem Server und ich finde, für Echtgeld immer so bevorzugte Spieler, so, naja. Aber Plätze reservieren, das habe ich mir überlegt, weil die Server sind oft sehr voll und wenn dann ein Spieler, der donated hat, zum Beispiel auf den Server will, kann mir eigentlich reinfallen, ja, kriegt er seinen Platz, ein Spieler wird halt runtergeschmissen. Natürlich habe ich dann auch eine Liste, wo die Spieler draufstehen, aber wie gesagt, ich überlege mir das noch, ob ich das machen soll. Und wenn, dann mache ich das wahrscheinlich auch nur, wenn der Server wegen hoher Auslastung, ich muss gerade mal was essen, zu voll wird und kein Platz mehr ist. Ja. Aber mal schauen, 20 Slots reichen erstmal, weil die Map ist doch nicht so groß, wie man denkt. Also die ist schon groß, wenn man mal quer drüber läuft. Aber es geht. Also 20, mit 20 Spielern hat man noch schön viel Platz und ja, auf den anderen Servern sind meistens 30 oder 40 Spieler erlaubt. Und da trampelt man sich wirklich gegenseitig auf den Füßen rum. Das ist echt, also an jeder Ecke sieht man ein Haus. Und naja, ich habe irgendwie einen Bug. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall in meiner tollen Gilde ist mein Banner leer. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es nervt. So, ja, das ist das Haus von Chris. Der muss natürlich wieder übertreiben, ne? Hier voll mit seiner Mega-Burg, die er da gebaut hat. Wir haben Brunnen hingebaut, Werkbänke und so weiter. Wie gesagt, wir haben heute gefarmt wie die Bekloppten, haben hier Upgrades reingesteckt und ausprobiert und hier hinten kann ich auch mal was zeigen, was Lustiges. Da werde ich auch noch ein Video davon machen. Hier kann man schon mal eine Hinrichtung machen, ne, am Galgen. Na, da drückt man hier drauf und dann fällt der Typ halt da runter. Aber das zeige ich alles separat in anderen Folgen, wie man das benutzt. Und ja, wie das so aussieht, hier ist ein Käfig und wie man mit dem Seil Leute fangen kann. Seil habe ich auch schon. Hier, Handschellen kann man auch herstellen. Also man kann für eine Alpha extrem viel Zeug craften, das ist echt krass. Ich habe jetzt nur die Eisenrüstung, weil die Stahlrüstung zu bauen kostet so viel Material, das ist einfach abnormal. Ja, naja, gut. Wie gesagt, Server-IP steht wieder in der Videobeschreibung, so wie immer. Bei Epoch und so weiter habe ich es ja auch so gemacht. Oder ihr geht in den Browser, klickt auf Search. Search Server und so weiter und da gebt ihr einfach bei Search und bei Name Flash ein, dann wieder auf Search und dann seht ihr den Server schon. Also es gibt nur einen Server, der so heißt bis jetzt. Ja, ich bin Admin auf dem Server, der Chris ist auch Admin, der hat auch Admin-Funktionen, weil ich kann nicht 24 Stunden online sein, wäre ich zwar gerne im Spiel, aber wenn was sein sollte, Bug-Using, Cheater oder sonst irgendwie, dann Bescheid sagen und dann werden die Leute halt auch bestraft, gekickt, abgemahnt, gebannt, wie auch immer. Gut. Das war's dann schon. Ich muss natürlich noch einen geilen Tanz zum Schluss hinlegen. Meine Dance-Skills zeigen hier. Yeah, yeah. König habe ich auch schon ausprobiert, ist ganz nett, aber wenn man König ist, ja, und ich habe hier was gebaut irgendwo in der Pampa und jemand geht zum Thron und beansprucht den, dann verliere ich meinen Titel. Also man muss den Thron wirklich immer verteidigen und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit oben auf der Burg rumzugammeln. Ist zwar toll, dass man sich da auf den Stuhl setzen kann und so weiter, aber auf den Thron besser gesagt. Aber nee, ja. Wie gesagt, wenn ihr auf den Server kommt, ihr könnt die Krone für euch beanspruchen, ne, da oben, hier. Im Moment ist keiner König, seht ihr auch hier, ne. Ja, gut,
würde ich sagen, das war's von meiner Seite mit dieser Mini-Folge und ich hoffe, der Server wird bald voll. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir viel Spaß haben und schön schnetzeln können und auf die Kacke hauen können zusammen. So, dann macht's mal gut und ja, wir sehen uns dann in Game. Euer Flash. Tschüss.